Ja, hallo und willkommen in der Fakultät für Physik. Mein Name ist Michelle, ich bin 21 Jahre alt und derzeit in meinem 6. Bachelorsemester. Besonders gefällt mir an Physik, dass man zuerst immer denkt, das ist ein super mathelastiges und total abstraktes Fach. Und ja, zugegebenermaßen, um Formeln kommt man hier nicht herum. Aber letztendlich darf man nicht vergessen, dass man die ganzen Berechnungen ja durchführt, um Alltagsprobleme zu bewältigen und neue Themengebiete zu erforschen. Zum Beispiel können dann medizinische Verfahren entwickelt werden und man hat die Möglichkeit, Leuten zu helfen. Und wenn einem die ganzen Berechnungen dann doch mal zu viel werden und der Kopf raucht, dann kann man immer noch super viele spannende Experimente durchführen. Ganz klar, das KIT hat einen exzellenten Ruf, aber ich habe mich schon in meiner Schulzeit immer für Beschleunigerphysik interessiert und wir haben hier große Kooperationen mit dem LHC am CERN oder auch mit Bell zum Beispiel und wir haben sogar einen eigenen Beschleuniger hier. Das heißt, für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich Physik am KIT studieren will. Ja, ein weiterer schöner Teilaspekt des Physikstudiums ist ja, dass man super viele Arbeitsbereiche hat, die man entwickeln kann. Und momentan könnte ich mir gut vorstellen, in die Teilchenphysik zu gehen und dort zu forschen. Allerdings ist mir aufgefallen, wenn ich erzähle, dass ich Physik studiere, kommt meistens sowas wie, das habe ich ja sofort abgewählt, das ist doch super schwer. Und deswegen finde ich gute Wissenschaftskommunikation eben auch so wichtig und durchaus interessant. Weil es hat nicht jeder Zeit und Lust, sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen. Aber wenn ich für ein bisschen mehr Begeisterung sorgen kann, Physik von ihrem trockenen Image befreien kann, und vielleicht auch zeigen kann, ey, du musst kein Genie sein, um Physik studieren zu können. Mit bisschen Spaß und Motivation kann das echt jeder schaffen. Dann habe ich, glaube ich, viel gewonnen. Ja, eine praktische Anwendung von Physik in der Medizin ist beispielsweise die optische Kohärenztomographie. Die basiert auf einem sogenannten Michelson-Interferometer. Das benutzt man in der großen Forschung der Physik auch für die Detektion von Gravitationswellen. Was man in der Medizin aber damit machen kann, ist den hinteren Augenbereich grafisch zu visualisieren, also den Bereich um den Sehnerv und die Makula. Und damit können dann Augenkrankheiten diagnostiziert werden.